Herzlich willkommen zur 6. Folge Democracy for Alpha Deutschland auf Schwer. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Gut, dann haben wir noch 14. Dann würde ich sagen, weil die Situation immanent ist, also kurz bevorsteht, vielleicht, wo war das? Public Services. Cyberbullying Awareness Campaign kostet nur 2. Mhm. Können wir auch überlegen, ob wir die Keep the Country Tidy Campaign gleich hinterher schieben, wo wir es einmal hier haben. Da würde ich dann vielleicht eher sowas machen, dass wir verpflichtende Lebensmittelkennzeichnungen machen. Weil wir dann was gegen Obesity tun. Das würde genau passen. Wir haben noch 14, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Das würde genau passen, wenn wir Cyberbullying und die beiden einführen. Ich bin dafür. Alles klar. Dann machen wir erst das Cyberbullying. Und das würde ich tatsächlich in der Mitte lassen. Ja. Und dann Public Services, verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung. Und da würde ich tatsächlich ein bisschen hochgehen. Mhm. So. Ja. Okay. Unsere Popularität hat einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht. Ach, die Busunterstützung? Oder was? Und ein Minister, achso, den wir neu eingestellt haben, der ist jetzt grün. Okay, nächste Runde. Alois Dietrich, Welfare Minister, findet's nicht toll. Gewerkschafter und junge Menschen sind seine Supporter und er möchte gerne, dass wir Empty Home Taxes einführen. Mhm. Ist das so die Idee der Zweitwohnsitzsteuer, oder? Ja. Oder Besteuerung von Ferienhäusern oder so. Ja, eher Zweitwohnsitzsteuer, weil empty sind ja die Ferienwohnungen dann nicht. Aber Zweitwohnsitzsteuer könnte man sagen. Ja, beim Zweitwohnsitz sind sie ja auch nicht leer, sondern da ist ja die Idee, dass eine Person für 3-4 Jahre oder für Zeitraum X an einem anderen Ort arbeitet, aber seinen Hauptwohnort ja nicht wechselt, weil irgendwie Familie oder sowas da sind. Und für den nicht Ferienhäuser, dass man sie vermietet, sondern Ferienhaus, dass man einfach besitzt, wo man in den Ferien hinfährt. Okay, so rum, so hatte ich die nicht verstanden, weil ich gerade Urlaub in einer Ferienwohnung gemacht habe, war ich da falsch, auf dem falschen Dampfer, könnte man sagen. Ich hatte auch keinen besseren Begriff, der es klarer ausgedrückt hat. Von daher habe ich dich quasi direkt auf den falschen Dampfer geleitet. Ja. Mit meiner Formulierung. An der Stelle würde ich jetzt machen, wir haben die Minister gerade ein bisschen, und ich finde die Steuer eigentlich ganz gut, und wir haben durchaus Potenzial, dadurch ein bisschen was einzunehmen. Ja, und da wir ja auch noch die Schwierigkeit haben mit Wohnraum, können wir das vielleicht auch gleich mit anpassen. Ja, dann würde ich das doch direkt mal einführen und wahrscheinlich so in der Mitte lassen. Wir gucken mal. Mhm. Und da geht auch noch ein bisschen was. Ich finde es auch schön, dass sich die Jugend darüber freut und die Rentner das nicht so gut finden. Ja. So 900 Millionen? Ja. Okay. Ich will es auch nicht zu sehr ausreizen. Ja. Das habe ich doch jetzt gemacht. Ah, und jetzt haben wir die Abwanderung der Unternehmen als Problem. Und wir haben wieder ein Dilemma. Factory Farming Law, also industrielle Landwirtschaft. Eine Kampagne, um die
Ja, Animal Welfare, also das Tierwohl, die Tierwohl einzuengen, bekommt gerade Auftrieb. Ein Gesetz wurde vorgeschlagen, das größere Minimalstandards für Platz, Essen und Zugang zu Außenbereichen für Tiere in intensiven Farminganlagen fordert. Höhere Standards oder lassen wir es unverändert? Ich weiß nicht so richtig, wie unsere aktuellen Standards in dem Spiel sind. Ja. Insofern, anhand der Formulierung würde ich sagen, eher stärkere Standards. Es klingt so ein bisschen, als hätten wir keine. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Also dann würde ich tatsächlich Set Tougher Standards machen. Pharma finden es nicht gut, Kapitalisten... Oh, Pharma finden es gar nicht gut, Kapitalisten auch nicht. Umweltschützer finden es toll, Liberale. GDP geht 3% runter. Und die pflanzenbasierten Diäten steigen. Okay. Kriminalität geht runter. Arbeitslosigkeit geht runter, GDP geht runter. Es gab da in diesem Startbildschirm gerade noch ein Security Briefing. Ja, da könnten wir uns mal hier das angucken. Angels of Heavy Justice. Heavenly Justice. Oh, das sind die, das ist die extremistische Gruppe der Religiösen. Huiuiui, gehen wir mal auf die Religiösen und gucken uns das mal an. Die Religiösen sind nicht so zufrieden und tatsächlich, Angels of Heavenly Justice. Es ist jetzt halt die Frage, ob wir jetzt dort irgendwas sehen, was wir anpassen wollen würden, oder ob wir sagen, dann ist halt so. Ich würde sagen, es ist so, weil diese Sachen machen mir noch keine Angst. Geht mir ähnlich. Also im Zweifelsfall kann man auch nochmal schauen, da gab's, man konnte den Geheimdienst auch nochmal so ein Stück hochstufen, dass sie solche Bedrohungen eher nochmal angehen. Ja, aber dadurch, also, dass wir die neue dadurch, dass wir die neue Steuer eingeführt haben, haben wir jetzt auch kein politisches Kapital mehr. Und wir haben immer noch nicht unsere Wirtschaftsförderprogramme auf den Weg gebracht. Nein, das müssen wir jetzt ganz, ganz dringend. Bevor ich jetzt nächste Runde mache, will ich noch gerade, ich habe ja noch eine Physik offen. Eine lustige Sache, die ich immer wieder faszinierend finde, die passt ganz gut zu den letzten beiden Physiksachen, die wir hatten, ist nämlich die Aussage, dass die Sonne eigentlich grün ist. Also, die Sonne ist tatsächlich grün. Also, unser Stern im Zentrum des Sonnensystems, die Sonne ist grün. Es hat sein Strahlungsmaximum im grünen Bereich. Warum wir nicht erkennen können, dass die Sonne grün ist, hängt wieder mit diesem kontinuierlichen Spektrum zusammen. Weil dieses Minimum, dieses Maximum halt so gestaltet ist, dass in der Summe gleich viele rote und blaue Anteile kommen, sehen wir die Sonne nicht als grün, sondern als tatsächlich weißen, gelb-weißlichen Stern. Aber größtenteils sehr, sehr weißes Licht kommt daraus. Generell ist es so, dass kein Sternenspektrum in irgendeiner Form ins Grüne abwandert. Das kann höchstens mal passieren, weil in irgendeiner Form eine Staubwolke oder eine Gaswolke davor ist, dass irgendetwas in der Astronomie grünlich erscheint. Dass also blau oder rot oder beides rausgefiltert wird, sodass eine grüne Farbe entsteht. Ein Stern an sich kann niemals einen grünen Farbeindruck erwecken. Es gibt immer nur blaue Sterne, weiße Sterne oder rote Sterne und in allen Abstufungen dazwischen. Aber lustigerweise ist es tatsächlich so, dass wenn man sagt, streng genommen, dass die Sonne grün ist, man nicht falsch liegt, weil das Strahlungsmaximum tatsächlich im Wellenlängenbereich liegt, wo das grüne Licht seinen Höhepunkt hat. Und an der Stelle ist es vielleicht mal eine interessante Überlegung. Es gibt also tatsächlich auch einen Grund, warum Blätter grün sind. Und da ist es jetzt, und das ist eine Falle, die ich die Physiker total gerne stellen. Blätter sind grün,
Nicht, weil die Sonne ihr Strahlung, also vielleicht auch, weil die Sonne ihr Strahlungsmaximum im Grünen hat, aber aus einem anderen Grund, aus dem man meint. Weil wenn man Blätter grün sieht, heißt das, dass sie grünes Licht reflektieren. Das heißt also, sie werfen das grüne Licht weg. Blätter absorbieren besonders blaues und rotes Licht, also das Chlorophyll in den Blättern, absorbiert besonders gerne rotes und blaues Licht. Wenn man sich das mal anguckt, in modernen Gewächshäusern sieht man oft LEDs und da werden Pflanzen häufig mit rotem und mit blauem Licht beleuchtet, wenn es LEDs sind. Wenn man in den Niederlanden unterwegs ist, sieht man auch sehr oft gelb beleuchtete Gewächshäuser. Da werden dann Natriumdampflampen benutzt. Da gibt es eine starke Linie im Gelben. Das geht auch ausreichend weit in den roten Bereich rein. Und es gibt auch noch eine leichte blaue Linie. Das ist halt tatsächlich, dass das Chlorophyll besonders im Roten und im Blauen absorbiert und das grüne Licht wird reflektiert. So, damit war die letzte Physik erledigt. So, und jetzt nächste Runde. Hoffentlich wirft uns nicht ein Minister nochmal was zwischen die Beine, was wir dann einführen sollen. Ah, Mensch, Gridlock ist wieder vorbei. Die Busse, oder? Die Busse. Aber so eine krasse Auswirkung. Ach, Gott sei Dank. Technological Advantage hat angefangen, also ein Vorteil, das sind diese grünen Bereiche. Ja, das führt dazu, dass der Corporate Exodus gestoppt wird. Also es hat einen negativen Einfluss auf diesen Nachteil. Das heißt, das ist gut. Es hat einen kleinen positiven Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt und auf die Produktivität. Das sind ja gute Nachrichten. Nur leider wurde unser Kreditrating downgegradet. Mein Gott, jetzt sind wir nur noch B. Und wir haben eine immanente Situation. Ja, die Multinational Tax Evasion. Ja, wir müssen was für die Wirtschaft tun. Und es gibt wieder Neuigkeiten. Erhard. Diesmal hat Erhard ein Geschäft für Autos. Und er sieht sich bedroht von den Car-Emission-Limits, also von unseren Emissionsbeschränkungen. Ja, nee, da fassen wir nichts an, lieber Eberhard. Erhard, nicht Eberhard. Das tut mir sehr leid. Okay, das heißt, wir sind eine Situation, die Gridlocks schon mal los. So, was haben wir? Unkompetitive Wirtschaft geht krass runter. Das ist ja großartig, weil unsere Produktivität hochgegangen ist. Wahrscheinlich. Ja. Erhard hat auch Angst. Korrekt. Bilana. Mhm. Ja. Also das ist super. Nicht kompetitive Wirtschaft geht runter. Das freut mich total. Gig Economy fällt auch ab. Bitte? Unsere Popularität ist auch im grünen Bereich gelandet jetzt. Oh. Das ist schön. Oh, und Corporate Exodus ist vorbei. Wegen dem positiven Vorteil. Ah, das ist super. Es geht aufwärts. Hier, Fettleibigkeit fängt an abzusinken. Die Asthma-Epidemie geht auch nach unten. Das ist sehr schön. Internetkriminalität stagniert. Alkoholmissbrauch stagniert. Organisierte Kriminalität sinkt langsam, aber stetig ab. Das heißt Wirtschaft. Ja, also diese ganzen Start-up-Geschichten, Gründungsgeschichten würde ich jetzt gerne noch machen. Alles klar. Oder davon etwas. Ja, Economy. Also, Business-Start-up-Campaign. Tun wir was für die Selbstständigen und für die Kapitalisten. Ja, das kostet uns auch nicht so wahnsinnig viel. Und das stimmt. In der Hoffnung, dass im Nachgang da wirklich gute Unternehmen bei rauskommen. Ja, und da würde ich dann tatsächlich auch richtig hoch reingehen, oder? Ja. Okay. Dann, was haben wir noch? Economy. Small Business Grants, hattest du schon mal mit geliebäugelt?
Ja. Wir könnten aber auch das Trade Council. Das wäre auch nicht schlecht für den internationalen Handel. Ja. Dachte ich mir auch gerade. Die Young Entrepreneur-Geschichte würde ich mir gerne zumindest mal angucken. Ist auch relativ günstig. Sowohl vom politischen Kapital als auch von den Kosten. Finde ich gar nicht so schlecht. Die Frage, ob es uns jetzt wirklich hilft. Es stimmt Kapitalisten glücklich und wir werden demnächst wieder was Negatives machen. Und wir wollten uns um die Wirtschaft kümmern. Ja, dann los. Und da würde ich dann so mittel. Mhm. Und dann hätten wir noch, also Trade Council, wir haben noch National Business Council, könnten wir auch machen. Beides mit relativ wenigen Kosten verbunden. Das hier ist sogar direkt Auswirkungen aufs Bruttoinlandsprodukt. Finde ich beides ganz gut. Das ist mir fast egal. Also ist ein anderer Ansatz jeweils. Ich glaube, für die internationalen Beziehungen wäre der Trade Council ganz gut. Ja. Ja, wir müssen ein bisschen wir müssen ein bisschen was an unseren. Oh, wir sollten vielleicht auch über einen diplomatischen Service nachdenken. Und um Fremdsprachenunterricht an Schulen. Ja. Wir hätten so viele Probleme am Anfang oder jetzt die ganze Zeit, dass wir gar nicht zu solchen Sachen gekommen sind. Ja, ich glaube, hier, das meinst du, ne? Mhm. Ja, aber wir könnten jetzt erstmal diplomatischen einführen und dann auch das Handelscouncil. Ja. Also machen wir das hier und da würde ich tatsächlich hoch reingehen. Wobei, was macht es? Es macht plus 5,8. Wenn wir es hier lassen, macht es 3,1. Ja. Und es dauert sehr lange. Ah. Dass wir da immer so spät drauf gucken. Da würde ich es. So ist gut. Ja, ne? Okay, und dann Economy. Das ist auch krass, wie unsere Schulden durch die Decke gehen. Oh ja. Ja, das liegt an der. Unser Credit Rating ist wieder abgewertet worden. Ja. Ja, ich glaube, da sollten wir. Und da würde ich jetzt. Bin ich dafür. Okay. Haben wir nur noch einen. Okay, gucken wir mal auf die Graphen. Ja, unser Bruttoinlandsprodukt ist abgesackt, erholt sich jetzt gerade wieder ein bisschen, aber die Weltwirtschaft ist am Runtergehen und wir wurden um zwei Kategorien abgestuft für unser Credit Rating. Also das ist natürlich auch hart. Wir müssen was für die Auslandsbeziehungen tun. Und die Weltwirtschaft ist auch abgesackt. Ja, genau. Ja. Und dafür, finde ich, geht es unserem Bruttoinlandsprodukt noch ziemlich gut. Ja. Tja, und wir haben es nicht mehr lange bis zur Wahl. Noch 5 Runden. Unsere Popularität ist sehr hoch. Aber wir haben ein riesiges Defizit. Ja, auch wieder nur die Popularität bei denen, die vorhaben, wählen zu gehen. Wir wissen noch nicht, wie es mit Nichtwählern ist. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Puh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis zur nächsten Wahl durchhalte. Nee, ich glaube ich auch nicht. Wir haben jetzt, es ist bald 12:30. Bei mir ist jetzt echt ein bisschen hui. Ich bin auch ein bisschen fertig. Ich glaube, liebe Menschen, wir machen hier jetzt... eine Sache wollte ich noch machen. Ich wollte einmal... Nee, nicht Perceptions. Ich wollte einmal... dass ich das nie finde. Einmal auf den Kompass gucken. Ja, guck mal, wo wir hingewandert sind. Wir sind stramm in die liberale Richtung gewandert. Elhack macht uns gerade ein richtig gutes Kompliment, dass wir beide schon sehr fertig aussehen. also, ja, danke. Aber ich glaube, das ist so dieses nach dem Arbeitstag noch eine halbe Arbeitsnacht hinten dran, ist wahrscheinlich einfach anstrengend. Ja. Und
Regieren macht außerdem müde. Nee, du hast auch völlig recht. Ich bin sehr froh, dass es nur so ein kleines Bild ist. Ja, ich nehme das auch nicht als Kritik auf, sondern als ein weiteres Indiz dafür, dass wir jetzt mal den Sack zumachen sollten. Und ja, schön, dass ihr alle da wart. Und ist mittlerweile zu einer Tradition geworden. Der Stream ist zu Ende und das letzte Wort würde ich gerne Frau Höhne überlassen. Romy, bitte. Ach, vielen Dank, André. Es gibt gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Vielen Dank für den Abend heute. Ich habe wieder super viel gelernt. Vielen Dank für die vielen Physikfragen. Ich habe mich gerade an meinen eigenen Physikunterricht zurückerinnert und wenn er auch nur ansatzweise so unterhaltsam gewesen wäre, hätte ich Physik nicht so früh aus meinem Fächerkanon rausgeschmissen. Insofern, vielen Dank, André. Vielen Dank euch für die Fragen und kommt gut durch die Nacht. Gute Nacht. Bis bald. Tschüss. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.